Das ist die Web Talk Show. Ich bin Nico Gutjahr und heute eine absolute Filmempfehlung. Der Film Lieber Kurt. Unfassbar schön, unfassbar traurig und trotzdem mutmachend. Gönnt euch diesen Film und ich freue mich, dass er heute zu Gast ist. Er hat die Regie übernommen, er hat beim Drehbuch mitgeschrieben und er hat die männliche Hauptrolle. Herzlich willkommen, Til Schweiger. Wie geht's dir und wo bist du? Hallo, ich bin gerade im Hyatt Hotel in Berlin. Mach schon den ganzen Tag Interviews und du bist das Letzte und das Allerletzte und ich freue mich auf die Premiere heute Abend. Das glaube ich. Das Buch ist von Sarah Kuttner, das zu diesem Film geführt hat. Das Buch heißt Kurt, der Film heißt Lieber Kurt. Warum? Tja, das ist, das musst du den Kinoverleih fragen. Wir waren am Anfang alle so ein bisschen entsetzt. Aber dann haben wir es verstanden. Lieber Kurt klingt verlockender als nur Kurt. Ich denke mal, das war der Grund. Und Sarah hat auch ihr Okay gegeben. Was mir besonders gut gefallen hat, neben der wirklich immens bewegenden Story, war etwas, da wundere ich mich schon seit Ewigkeiten. Im Amerikanischen heißt es immer, wenn man jemanden mag, und es muss nicht mal unbedingt Liebe sein, I love you. Eltern sagen zu ihren Kindern, I love you. In Deutschland sagt man immer, ich hab dich lieb. Und ich habe mit vielen Eltern darüber gesprochen, weil ich es nicht verstanden habe. Und bei euch im Film wird immer gesagt, ich liebe dich. Zu Kindern, zu Vätern, zu Müttern, das fand ich ganz toll. Ist das etwas, was dir auch wichtig war oder fandest du das einfach nur schön, dass es so war? Also ich hab dich lieb ist was anderes als ich liebe dich. Ne? Ich hab dich lieb ist so, geht eher so in die Richtung, ich hab dich gerne, ich mag dich. Und I love you wird im Amerikanischen, sage ich mal, in der amerikanischen Sprache sehr inflationär eingesetzt. Also es gibt ganz viele, keine Ahnung, in Hollywood sowieso kommt ein Produzent, den hast du 2 Minuten kennengelernt, der sagt I love you. Und it means jack shit. Das ist halt so eine Floskel. Und ich liebe dich in Deutsch hat noch was, ist eine ganz andere Bezeichnung als ich hab dich lieb. Es ist viel intensiver und ja, das war das schönste Gefühl auf der Welt, wo meine Kinder, und das haben die eine mit dem anderen irgendwann dann getan, von selber gesagt haben, nicht so, ich liebe dich auch, sondern von selber gesagt haben, ich liebe dich. Ne? Das ist, ich liebe dich, es bedeutet mehr, als ich hab dich lieb. Was bedeutet dir der Film Lieber Kurt? Also alle meine Filme, die ich mache, bedeuten mir was. Kurt ist sicher aufgrund der Thematik der intensivste Film, den ich bis jetzt gemacht habe, noch intensiver als Honig im Kopf liegt natürlich daran am Thema, weil das ist das Schlimmste, was dir als Mensch passieren kann, ist, wenn dein Kind vor dir stirbt. Und ich glaube, der Film ist sehr intensiv geworden, sehr emotional, auch teilweise sehr witzig. Und ich glaube, der Film regt zum Nachdenken an. Völlig. Er enthält großartige Zeilen, wie zum Beispiel, es wird nie nicht passiert sein. Das ist so groß, auch wenn das jetzt vielleicht für euch, die den Film noch nicht gesehen haben, recht einfach klingt. Aber wenn halt ein Mensch stirbt, der so wichtig ist und für alle Figuren, die dort in dem Film sind, ist Kurt Junior immens wichtig, ist das so groß. Du bist ja jetzt in vielen Positionen in dem Film drin gewesen. Hast du es geschafft, dich irgendwann emotional ein bisschen von dieser wirklich schweren Thematik zu entfernen? Oder war da immer die Schwere dabei? Nein, also in dem Moment, wenn man eine dramatische Szene spielt, zum Beispiel, man erfährt gerade, dass gerade das Kind gestorben ist, dann ist das natürlich sehr, weil man ja dann in diese Rolle hineinschlüpft. Also in dem Moment bin ich ja nicht der Till, sondern ich bin der Kurt, der sein Kind verloren hat. Dann ist das natürlich schon emotional aufwühlend. Aber in dem Moment, wo die Kamera ausgeschaltet wird oder wo der Till dann irgendwann sagt, Cut, es dauert natürlich ein bisschen länger, wenn man eine sehr emotionale Szene gespielt hat, als wenn man jetzt aus einer lustigen Szene rauskommt. Aber wir sind alle keine, wir machen alle kein Psychodrama und wir sind auch alle keine Method Actor und sagen, Szene gespielt, jetzt kommt die nächste Szene dran. Um dich herum sind unglaublich tolle Leute in der weiblichen Hauptrolle. Franziska Machens als Lena und als Kurt eben Levi Wolter. Habt ihr vorher euch schon mal irgendwo getroffen im Leben oder war das bei diesem Film Premiere? Wir haben uns im Casting getroffen. Ne? Also ich kannte Franziska nicht, aber in dem Moment, wo ich sie gecastet hatte, da hatte ich schon einige, sag ich mal, hochkarätige Schauspielerinnen gecastet. Aber in dem Moment, wo ich sie gecastet hatte, wusste ich, ich habe meine Lena gefunden. Genauso war es bei Levi. Ne? Da hatte ich auch schon ganz viele
Kinder gecastet für die Rolle und es wären auch noch einige gekommen, aber ich habe sofort gesagt, ich habe ihn gefunden. Was mir aufgefallen ist, auch bis in die Nebenrollen, wundervoll besetzt, Herbert Knaup ist dabei, Emilio Sakraya und eben auch ganz wichtig Heiner Lauterbach und großartig Jasmin Gerhardt. Gerade die erste Szene mit dir und Heiner Lauterbach, du bist hauptsächlich damit beschäftigt, weil da irgendwie der weltgrößte Filmhund mit dir spielt und Heiner erzählt unglaublich toll, was ihm bisher widerfahren ist. Und es hat einfach nur Spaß gemacht, euch beiden zuzuschauen. Jetzt seid ihr ja schon so lange im Business. Wenn ihr so eine Szene habt, ist das dann viel improvisiert? Geht ihr das viel vorher durch? Wie läuft das mit euch beiden? Nein, wir improvisieren eigentlich weniger. Wir halten uns schon ans Skript, aber manchmal entsteht am Set eben noch was Neues. Hat jemand eine Idee, nimmt man die auf. In der Szene sind wir beide, spielen ja aneinander vorbei. Er erzählt von der Erinnerung von seiner Frau und von seinem Schmerz und ich habe nur Augen für den Hund. Und Heiner sagte eben am Set, na toll, da kann ich mir einen Wolf spielen. Ich gucke ja sowieso keiner auf mich, wir gucken ja alle nur auf den süßen Hund. Ich glaube aber, es gab eine Szene, die war improvisiert. Und zwar sitzt du mit deinem Filmpapa im Auto eines Nachts und ihr spielt Karten. Da ist immens viel. Und er sagt irgendwann zu dir, du nuschelst und schlägt sie gegen den Arm. Ich glaube, das stand nicht im Skript. Nein, das stand nicht im Skript. Es war einiges improvisiert, aber eben auch einiges nicht. Also die Szene gab es so, aber es macht dann natürlich Spaß mit so einem wundervollen Schauspieler wie Peter, der wirklich großartig ist und bin so dankbar, dass er meinen Vater gespielt hat. Es hat sehr viel Spaß gemacht, die Szene zu drehen. Und witzigerweise hatte ich ihm ja dann in dem Nachfolgefilm, den ich im November gedreht habe, so eine Tragikomödie, der Anfang vom Ende, da habe ich ihm nochmal meinen Vater angeboten und er hat das Drehbuch gelesen, sagt, das ist ein tolles Drehbuch, ist auch eine tolle Rolle, aber ich spiele die Rolle trotzdem nicht, weil ich will jetzt nicht als Til Schweiger Vater abonniert werden. Und dann habe ich gar nichts dazu gesagt. Wir haben dann diese Szene gedreht bei Kurt. Wir haben gar nicht mehr darüber geredet, dass er meinen nächsten Film schon abgelehnt hat. Und nach dieser Szene hat er zu mir gesagt, weißt du was, ich bin bei deinem nächsten Film auch wieder dabei. Es macht so viel Spaß, mit euch zu drehen. Ich bin dabei. Wenn wir einen Blick auf all deine bisherigen Riesenerfolge werfen, wie Kein Ohrhasen, Coco W., Honig im Kopf, mit unfassbar vielen Menschen, die das gesehen haben, ist das heute für dich noch wichtig oder entscheidend, wie viele Leute ins Kino gehen? Ja, was heißt entscheidend? Wichtig ist es auf der einen Seite als Filmproduzent, du bist immer nur so viel wert wie dein letzter Film. Und wenn du jetzt 3 oder 4 Filme hintereinander machst, die keiner sehen will, dann kriegst du auch ganz schwer noch Geld für den nächsten. Insofern ist es wichtig. Und natürlich wünscht man sich, weil ich mache ja Filme nicht für das Feuilleton, sondern für das Publikum, natürlich wünscht man sich immer, dass die Leute den Film genauso toll finden wie du. Das liegt nicht in deiner Hand und das muss man dann auch akzeptieren, wenn es dann nicht so ist. Viel schöner ist es natürlich, wenn die Leute ins Kino strömen. Am 21. August 2015 hast du die Til Schweiger Foundation gegründet. Ist das heute noch ein Projekt, was dir oft am Herzen ist oder etwas, was glücklicherweise fast von alleine läuft? Nee, das liegt mir sehr am Herzen und es läuft aber so vor sich hin. Wir machen nach wie vor sehr gute Projekte und ich bin auch dankbar, dass es immer noch Menschen gibt, die diese Stiftung unterstützen finanziell. Und wer davon jetzt zum ersten Mal hört und denkt, was, Til Schweiger Foundation, was passiert denn da? Wir unterstützen sozial schwache Kinder und unsere Hauptthemen sind Bildung, Ernährung und Sport. Ich habe was Interessantes in deinem Wikipedia-Eintrag gelesen. Und zwar, nach einiger Zeit verweigerte Til Schweiger den Wehrdienst und wurde als Zivildienstleister in einem Krankenhaus eingesetzt. Was war der Grund, dass du keine Lust mehr auf Wehrdienst hattest? Boah, ich hatte generell wenig Lust auf Wehrdienst, aber ich habe halt gedacht, damals war das ja noch so, dass man Zivildienst machen konnte, dann musste man aber 18 Monate leisten anstatt 15. Und dann habe ich gedacht, das ist ja 3 Monate kürzer, das sitze ich auf einer Arschbacke ab. Und dann habe ich ja die Grundausbildung gemacht, die hat mir sogar, außer der Hierarchie, die mich immer genervt hat, teilweise noch Spaß gemacht, sich so einzubuddeln im Wald und so tarnen, ne? Aber danach ist Bundeswehr damals einfach nur noch dumm rumsitzen und saufen. Ne? Und das fand ich halt, am meisten hatte ich halt Probleme mit der Hierarchie. Ne? Und dann habe ich eben verweigert. Ich musste eigentlich auch nur noch erklären, warum ich jetzt verweigere, weil vorher sagte man ja, ein Zivildienstverweigerer, Zivildienstleistender oder Wehrdienstverweigerer ist ein Drückeberger. Ne? Das konnte man mir nicht sagen, weil ich habe die Grundausbildung hinter mir gehabt. Und da muss ich mir nur noch was ausdenken, warum ich jetzt plötzlich weg will.
Und das scheint gut funktioniert zu haben. Es war auch wirklich viel schöner, also im Krankenhaus zu arbeiten, weil da hatte ich dann zum ersten Mal das Gefühl, dass ich einen Beitrag leiste für die Gesellschaft. Und weil da kam auch so viel zurück von den Patienten, das hast du bei der Bundeswehr nicht. Damals nicht. Also heute ist Bundeswehr was ganz anderes, weil heute, also es gibt keinen Beruf, vor dem ich mehr Hochachtung habe als vom Soldaten. Ne? Dann kommt Polizist, dann kommt Altenpfleger, Krankenpfleger, Feuerwehr und so weiter. Aber der Soldat, der ist ja bereit, im Ernstfall sein Leben zu opfern für dieses Land. Und deswegen kann man, also ich habe, das ist wie gesagt für mich der Beruf, den ich am meisten Respekt entgegenbringe. Und aber damals gab es ja noch das sogenannte Gleichgewicht des Schreckens. Da gab es Warschauer Pakt und NATO. Und man wusste, wenn es einen Krieg gibt, Deutschland darf sowieso nicht in Einsatz gehen. Das war damals verboten. Und es gibt einen Atomkrieg. Und wenn dir dann deine Ausbilder dir erzählen, was du im Atomkrieg machen darfst, dass du nicht in den Blitz gucken darfst, sonst wirst du blind. Und dass du dich hinter einem kleinen Mäuerchen legen musst wegen der Druckwelle. Und du denkst, ey, glaubst du die Scheiße hier selber, die du hier verzapfst? So, ne? Deswegen wollte ich da weg. Welche war dann für dich bei Lieber Kurt die herausforderndste Szene? Es gab natürlich viele Szenen, bei denen du sehr, sehr tief emotional greifen musstest. Ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich eine davon war. Vielleicht auch eine, bei der du sagst, dass die dir sofort im Kopf schießt, weil die war besonders außergewöhnlich beim Dreh. Also ich glaube, die anspruchsvollste ist auch die längste Szene, wenn ich mit ihr auf der Hollywood-Schaukel sitze und ihr erzähle, wie sich das anfühlt als Vater, wie man behandelt wird von der Gesellschaft als Vater eines gestorbenen Kindes. Das war nicht nur, weil es der längste Text war, sondern weil das so eine Achterbahn ist. Das war so die anspruchsvollste Szene, würde ich sagen. Das fand ich auch krass, weil da bist du gefühlt durch alle Emotionen einmal durch und das Zusammenspiel auch richtig, richtig schön. Einer der letzten Songs, die man hört, ist Aha mit Take On Me. Das war, glaube ich, teuer, oder? Nein, das war... Ich hatte ja Take On Me schon mal die Rechte mir geholt für Klassentreffen. Ich habe auch noch nie zweimal einen Song in zwei verschiedenen Filmen benutzt, obwohl jetzt bei Manta 2. Teil habe ich jetzt auch noch mal Torn genommen von Natalie Imbruglia. Das war schon mal Kokowé und es war nicht billig, aber es gibt noch Songs, die teurer sind. Der Film ist Zine und Bernd und all denen gewidmet, die geliebte Menschen verloren haben. Wer sind Zine und Bernd? Zine und Bernd sind die Eltern von Marvin. Und Marvin war der Freund meiner Tochter und ein ganz enger Freund der Familie. Der ist 2020 tödlich verunglückt. Und dem habe ich auch damals den Film gewidmet, Die Rettung der uns bekannten Welt. Und Kurt habe ich jetzt eben seinen Eltern gewidmet. Lieber Kurt, gibt es überall im Kino und gönnt euch diesen Film. Und wer genau aufpasst, wird auch Sarah Kuttner in diesem Film entdecken. Sie hat einen Cameo-Auftritt, der ist sehr schön. Und ich freue mich, dass er zu Gast war. Er hat die Regie geführt, er hat am Drehbuch mitgeschrieben und die männliche Hauptrolle gespielt, Till Schweiger. Vielen Dank für deinen Besuch in der Web-Talk-Show. Vielen Dank, du hast echt Werbung gemacht für den Film. Danke dir. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du hast zwar schon in so viele Kameras was gesagt, aber... Vielleicht lässt du uns heute an was Neuem teilhaben. Du darfst jetzt in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Ich bin gespannt, was das gleich sein wird. Du hast noch einen Moment Zeit, darüber nachzudenken. Für euch da draußen gilt, wenn ihr jetzt aus irgendeinem Grund Film gegenüber so Vorbehalte habt, zum Beispiel, dass ihr denkt, das Thema ist zu nah an mir oder mir macht das Angst oder Sorge oder ich kann damit nichts anfangen, geht trotzdem rein, weil Filme haben ja das Ziel, Menschen zu bewegen. Kunst will, dass Leute drüber sprechen. Und Lieber Kurt ist wirklich ein Film, der euch mitnimmt in vielerlei Form. Wir sehen uns morgen, wie jeden Abend zur Web-Talk-Show und jetzt die heutigen Abschlussworte von Till Schweiger. Bis dann! Nein, du hast das so toll gesagt, dem kann man eigentlich nichts mehr hinzufügen. Ich mache Filme, weil ich Menschen bewegen will und sie unterhalten will. Unterhaltung ist in Deutschland total negativ besetzt, aber ich meine, Unterhaltung ist eben nicht nur die Leute abzulenken, sondern auch zum Nachdenken zu bringen. Nachzudenken kann sehr unterhaltsam sein und aber ich kann nichts dazu sagen. Du hast das wunderbar gemacht, deswegen würde ich sagen,